Ich bin jetzt hier im Mörs, am Mörser Bahnhof hier angekommen, zwar mit diesem Bus hier. Ja, will ich also jetzt hier kurz hier durch das Stadtzentrum fahren. Aber der nächste Bus kommt erst in 15 Minuten, da das ÖPNV-Angebot hier im Mörs sehr, sehr schlecht ist. Insbesondere heute an Sonn- und Feiertagen. Die 921 ist im Vergleich zu anderen Linien selbst ein Vorbild. Aber auch hier gilt, dass der letzte Bus um 0.54 Uhr fährt. Und normalerweise fahren die Busse am Wochenende sogar bis 8 Uhr morgens oder so. Und hier fährt der letzte Bus um 0.54 Uhr auf die 121. Hier im 15-Minuten-Takt, aber ab 17 Uhr, so ist noch im 20-Minuten-Takt, ja, ist ein komischer Takt hier, und dann ab 18 Uhr nur noch im Halbstunden-Takt, die Busse, die um 16 oder 17 Uhr in Duisburg abfahren. Ich bin für fast an der Endstation hier, ich will Tammel. 24, aber ich habe noch 5 Minuten Zeit. Dann gehen wir kurz noch da hinten zu der anderen Bushaltestelle, nämlich der Busbahnhof hier, ein sogenannter Busbahnhof, wo kaum ein Bus hält. Wirklich jetzt, kaum ein Bus hält dort. Nur das Wesen hält dort, nur das Wesen hält dort. Und die 703 fahren nur noch in Schülerverkehr zwischen Neukirchenflüe und dem Mörser Bahnhof hier. Hier gibt es auch ein Fahrradparkhaus, aber die Benutzung ist einfach kompliziert. Noch viel komplizierter kann es nicht werden. In den Niederlanden geht man einfach zum Automaten oder zum Schalter und zahlt dort. Oder man nutzt einfach die so OV-Chipcard, die hat man einfach dran und dann ist mir das alles so abgebucht. Ich habe gehört, dass Verpackung auch kostenlos sei oder wenige Cent. Hier zahlt man 80, also hat man auch 80 Cent oder so. Du über 13 oder 12 auf den Halbstundentakt. Schulverkehr kommt verstärkt, aber nur um 13 bis 15 Uhr. Aber die Schulen hier haben meistens um 16 Uhr, machen meistens um 16 Uhr Schluss. Daher wird nur noch im Halbstundentakt. Und abends, wenn der letzte Woche nur hier im Freitag und dann nur zum Kirchenhof. Bis nach Neukirchen fährt der letzte Bus um 13.34 Uhr. Die fährt in Halbstunde, in Stundentakt bis zum Mörser, bis zum Münchner Hof und dann nicht mehr. Der letzte Bus, der noch bis nach Hilfe durchfährt, fährt um 20.05 Uhr. Um 20 Uhr fährt der letzte Bus nach Verhüstung. Da wohnen auch sehr viele. Die Linie 911 ist auch ein Vorbild hier. Ist eines der positiven Beispiele. 15 Minuten Takt. So, am Montag sogar bis 19 Uhr. Und Samstags leider nur bis 15 Uhr. Obwohl die Läden mittlerweile bis 8 Uhr geöffnet sind. Hat noch die ganzen Konzertbesucher und so weiter, Eventbesucher, die aus Duisburg Mitte und Düsseldorf kommen. Und dann der letzte Bus wird nämlich auch hier um 1.37 Uhr und bis nach Rehpfenn-Siedlung. Um 1.37 Uhr fährt der allerletzte Bus. 0.37 Uhr, der fährt bis nach Linford durch. Und 7 endet am Münchner Hof. Krass, das hier. Das ist ein positives Beispiel. Und zusammen fährt die 913 und 34. Also das ist ein komischer Takt hier bei den 913. Mal im Stundentakt, mal im. Und mal im. Das 2 Stunden. Und die Sonderfahrten hier, die fahren nur zum Jahreswechsel. Das heißt, zum Jahreswechsel hat Mörs hier relativ. Hat Mörs relativ überhaupt einen Nachtbusverkehr. Und aber hier sind Feiertags. Nur noch in so einem 2-Stunden-Takt. Das finde ich sehr schade. Der Bus kommt aus Rheinberg und fährt über Baal. Über Duisburg-Baal.
Aber der Stadtbahn auf Lüneburger Seite fährt im Halbstunden wieder der Stundentakt zwischen Homberg und Baal. Wir fahren jetzt sogar auf Riversheim. Und da habe ich schon mit uns mal berichtet. Kein Bus fährt nach 1 Uhr nachts. Auch nicht am Wochenende. Und es fährt zwar die NE6, aber die fährt ebenfalls nur bis 0 Uhr. Genau, bis 0 Uhr. Um 0 Uhr fährt sie. Um Mitternacht fährt hier der letzte NE6 in Richtung Krefeld. Da fährt der Meerbusch. Das ist ja schade hier, das ist ja schade, wenn ich das hier. Da der ÖPNV hier auf der letzten Seite so stark abgebaut wurde. Einfach unfassbar sowas. Und die sagen ja so, wenn die Fahrgäste angeblich, hier sind genug Fahrgäste, die wollen es einfach nicht, dass die Leute öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Ja, Autoverkehr wird ja sehr stark gefördert hier. Hier darf man, wenn man hier in der Straße mit über 100 fährt, passiert rein so gar nichts. Und das soll sich eigentlich ändern, sie sollen einfach mehr Radargeräte ausstellen. Aber das wollen die nicht. Also die haben sich schon mal das Radar angeschaut, aber das wird so selten eingesetzt. Und das reicht nicht für ein Gerät, ein neues Gerät für die ganze Stadt. Der ist für den ganzen Bezirk hier. Also 911. Eine der Vorschlaglinien hier im Mörser Stadtgebiet und fährt sogar mit der Linie durch. Das finde ich klasse. Also die 911 und 921, das sind die Linien mit dem besten Fahrplanangebot, mit dem besten Fahrtangebot hier. Zum Beispiel in Linie 3, 7 und 4. Zum Beispiel die jetzt noch. Und die kann man alle so in die Tonne so treten. Da ist die 0,350 mit der Murmel- und Mörs-Werbung. Ich bin gespannt, wie die da jetzt ermittelt. Und ich finde einfach sehr schade, dass die von Schöppenberger gegen die Eingemeindung waren und das auch noch so erfolgreich. Erfolgreich auch noch. Warum nicht komplett? Dass die 930 sogar, die fährt heute nur im 2-Stunden-Takt. Wegen Corona sind natürlich die Busse leerer als sonst. Wenn es stattfindet, dann sind die Busse rappelvoll. Aber das kann man nicht jetzt hier nicht vergleichen. Ich höre auch noch so viele Idioten hier rum. Nachts sollte man lieber hier nicht sein. Ich bin mal gespannt, wann der Bus jetzt kommt. Ja, noch ein Blick hier auf den Fahrplanangebot hier. Auf die Abfahrtübersicht. RB31 haben die nicht. Das der Fahrplan ist so alt, dass die RE44 darauf nicht steht. Hier. Hilstung, Werbeck, Eichrepel, Neukirchen für den Röhrkamp hinvoll, aber die fährt nur an Schultagen und das nur, und das auch noch nur in solchen Schulverkehr. Das geht auch für die Fahrt 30, so mit der Geldanfährt. Das heißt 50 bis nach Krefeld, diese Linie steht jetzt auf der Kippe. Leider, ich finde es sehr schade, wenn das wirklich passiert. Ich hoffe, dass wir das rechtzeitig, dass die Betriebsverwaltung rechtzeitig eingreift und den neuen Streichbahn eigentlich ein Ende setzt und das Angebot wieder aufgebaut wird. Da kommt mein Bus. Ja, da kommt mein von Diemann reißen. Aber ich muss hier am politischen Hof ankommen. Und erstmal bin ich auf der Linie 950. Erstmal die Linie 950, die fährt. Von 4:45 bis 20:16 als 0:50 bis nach Refel Opp und Bödendonk. Und naja, zwischen 5 und 18 Uhr in so Halbstundentakt. Und um 13 Uhr fährt zusätzlich ein Verstärker. Und 35 bis nach Kapellen, Keranienstraße. Und das ist der normale. Bus R43, die normale Fahrleistung,
Um 8:06 Uhr der Bus fährt nur bis Krefeld Hauptbahnhof. Das heißt, dann, wenn man Oppum fahren will, dann muss man, keine Ahnung, glaube ich, mit Emil Hauptbahnhof fahren und einfach den nächsten Bus nehmen. Und dann am Freitag, jetzt so ein Nachtbusverkehr, und natürlich fährt der Bus nicht, der nächste Bus nach Krefeld nicht um 20:16 Uhr, sondern um 0:16 Uhr bis Krefeld Hauptbahnhof. Der letzte Bus hier des Tages, und danach fahren die Busse nur noch von und nach Elfluss und Rathermühle. Das ist die vierte Teilstelle vor der Grenze. Der war jetzt rüber. Da sind noch so viele Menschen. Der fahren jetzt rüber, da steht doch nur das Wissen. Einfach rüber und die andere Kreuzung, das ist der ZOB hier vor Mörs quasi. Ampel wird gleich schön. Hier fuhren aber auch noch eine Straßenbahn. Leider sich wieder in sich unserer O-Busse fuhren ja auch. Das war so das größte O-Bus des Deutschlands. Damals war hier das so ein Mekka für zwei O-Bus-Fans. Aber leider alles lässt Geschichte. Da oben eingestellt wurde und die so Kreis-Mörser Verkehrsgesellschaft war damals wohl viel besser als die heutige NIAG. Die NIAG ist leider sehr schlechter geworden. Vor gut 10 Jahren war die NIAG noch so gut, aber jetzt war seine Busse aus und es gibt gar keine Information. Und ich bin jetzt in der Haltestelle in Richtung in Richtung Osten quasi. Und ich schicke auch noch eine Information, die mit den, ist das was? Das sind sogar diese neuen Pläne. Krass. Ach, also das ist eine ganze Ersatzteilstelle hier. Das wird mal die Ersatzteilstelle für die 150. Ach so, deswegen. Und die NSX gibt es auch. Also, und jetzt gehen wir einfach der Reihe nach. Linie 7. Wir fahren jetzt mal bei der Linie 7 an. Die von Linie 7 fährt von Röhrt bis zum, bis zum Mörser Bahnhof. Aber zwischen Leutin und Mörs nur noch morgens im Schülerverkehr und eben nachmittags. Und dann um 23 Uhr fahren noch Taxibusse. Das ist, und durch bis zum Mörser Bahnhof fährt durch, um 23 Uhr ein Taxibus. Und bei Linie 32 sieht es noch schlimmer aus, denn da fahren nur zwei Busse durch, hier nach Mörs durch. Alles anderen fahren enden bereits in Linfort. Und jetzt die beste Linie 911. Das ist einfach ein Vorreiter. Hier fahren die Busse sogar bis 47, aber nur bis zum Mörser Bahnhof und nicht bis nach Homberg, der Ruhrort durch. Der letzte Bus in der Ruhrort, das ist ein sehr gutes Angebot hier auch für die 911. Aber den für den Montag sollte man bis 18 Uhr erweitern. Jetzt kommen wir zu den 912, die fährt nach Rheinhausen. Auch hier der letzte Nachtbusfahrt um 0:45 Uhr. 25 endet bereits hier am Mörser Bahnhof. Und jetzt geht es wieder zu einer negativen Linie, nämlich dann die 68. Ja. 68, denn die fährt nur, der fährt eben Stundentakt. Aber am Wochenende fährt der zweite Bus nur noch zweistündlich. Und am Sonntag und Freitag fährt der erste Bus von hier aus erst um 12:26 Uhr. Das ist so krass. Und an die 18. Verbindet die so verbotene Stadt wie das Wesel hier mit Mörs und fährt durch zu Rheinberg. Bei der 914 hat man auch die Besonderheit, dass es an Samstagen ab so 18 Uhr die Busse nur noch in zwei Stundentakt verkehren.
ebenso an Sonn- und Feiertagen, am Montag bis Freitag fahren die Bus in so Stundentakt. Meine schau mal, der erste Bus fährt erst um 4.30 Uhr, fährt der erste Bus. Und in Rheinhausen arbeiten so viele Menschen. Und 20.30 Uhr ist einfach viel zu früh für den letzten Bus. Der hätte Bus mit 1 Uhr fahren oder so, oder 2 Uhr. Da haben so viele Leute am Nordbus zum Beispiel. Die jetzt nur die 29 und die fährt eben so zur halben Stunde Takt. Ansonsten fährt halt bereits ab 7.55 Uhr. Und dann der also letzte Bus fährt dann um 27.55 Uhr, aber nur bis zum Friedrichsplatz, bis zum Ruhrort. Und nicht bis zum Hauptbahnhof durch. Und nicht nach Duisburg Mitte durch. Duisburg Mitte durch. Ja, für mich ist das Angebot einfach sehr schlecht und natürlich auch für viele Mörser hier. Deswegen nutzen auch sehr viele hier das Auto, das einfach hier sehr, sehr schlecht ist. Und es ist auch nicht das so schlechtes Angebot hier, bis auf die 68 und die 7 und 32, die sind ebenfalls sehr schlecht. Sollen wir mal rüberlaufen? Ja, 11, 9, 12, ne, da mit S80 habe ich mal Bock. Aber die S80 kann ich euch auch hier eben da hinten zeigen, ganz schnell. Aber nicht die 913 und auch nicht die 7 und so weiter. Da gehen wir einfach kurz rüber. Einfach Maske ab, kurz, um frisch Luft zu nehmen. Ja. Weiter. Fahren so wenige Busse heute, so wenige Busse. Nur noch im Stundentakt. Außer den 911 und 921, die fahren halbstündlich. Aber alle anderen fahren entweder gar nicht oder höchstens dann im 2-Stunden-Takt. Wir drücken hier. Man muss drücken. Ohne drücken bringt nichts. Direkt hier rüber. Wenn die Linie um 912, die fährt nach Flühen, durch den Flühen, durch den Flühen, ist bald auch eine Regionalbahn eben. Ich mag es dann einfach nicht. Ebenso, für was? Warum? Ich höre lieber Radio zu Duisburg. Kaum jemand hört hier Radio KW aus meinem B. So kannst du immer hören hier WDR 2, 1 live oder im Radio Duisburg. Und schau mal, SB30, genau. SB30. Die fährt an Samstagen bis 18 Uhr bis zum Hof. Der letzte Bus hat um 17.53 Uhr bis nach Lindfurt und der letzte Bus bis nach Geldern fährt leider schon um 15.53 Uhr. Ja, und dann der letzte Bus hier, bis hierhin fährt die S30 bis hier bis 21 Uhr und dann bis nach Lindfurt. Also Geldern fährt der letzte Bus um 19.53 Uhr. Und der erste Bus am Sonntag fährt um 13.23 Uhr. Von vorher fährt die S30 gar nicht. Und dann auf der Linie, die SB30 zwischen Mörs und eben Lindfort, gibt es auch eben keine so Alternativlinie. Da dieser 30 ebenfalls sehr selten fährt, wieder gar nicht fährt, an von Freitagen. 913 hat in einem sehr, sehr unregelmäßigen Tag. Und ansonsten fährt eben gar nicht in das Gewerke oder obwohl du auch an Freitagen so Menschen arbeiten. Na, schläft einfach nie. Einfach unlogisch. Dann hast du Fesen fährt den Bus und danach nicht mehr, vorher auch nicht. Ach, wirklich eine sehr große Taktlücke. Und die 32 macht um 7.39 Uhr, 13.39 Uhr und 14.39 Uhr. Und die Linie 7 fährt ansonsten regelmäßig, aber größtenteils nur bis nach Röhrtkirche oder bis nach Reutkirche oder zum Holzhauer. Und der Bus von 7.05 hält sogar an der Grundschule.
Da gehen wir rüber, hier so eine Linie SB80. Da kommt so eine Linie 150. Oh, wie lange sind wir schon jetzt hier? Und hier fährt der letzte Bus um 20.34 Uhr und heute sogar schon um 19.03 Uhr. Ich kann darüber nur noch so weinen. Bin einfach schockiert von dem schlechten Fahrtangebot hier. Früher war es 1000 Mal besser. Ich könnte natürlich auch wieder mit 950 hier nach Hause fahren, aber ich mache das noch das Video zu Ende. Wir sind noch nicht durch. Es sind noch die SB30 in Zürich und Duisburg, bitte. Duisburg Mitte, wieder diese Stadtmitte. Und die 13 in Richtung Bahn. Und die 3 natürlich. Die 3 ist jetzt so Klassiker der Linie mit dem so schlechten Fahrtangebot. Und früher fuhren hier sogar schon Straßenbahnen mitten durch die Stadt hier. Leider nicht mehr. Die haben hier geplant, U-Bahn zu bauen. Die haben sogar schon angefangen mit der so Unterführung. Leider wurde die Unterführung ist ja, weil die Unterführung nicht zugehen. Aber unter irgendwo hier in den drei Abflüssen kann man da auch kann man jetzt noch runtergehen. Ich weiß nur nicht immer schon genau. Das ist einfach ein Geheimnis. Sollte auch niemand mehr erfahren. Hier war eine Rolltreppe oder eine Festtreppe nach unten, runtergehen. Und dann könnte man theoretisch auch mit dem. Genau, und das könnte man auch nach unten gehen in den U-Bahn-Schacht, aber der U-Bahn-Schacht war noch nicht so. Wurde ja noch nicht morgen, wurde auch eingestellt. Das war finanziellen Gründen. Die Preise sind einfach überteuert. Bis nach Duisburg Mitte muss man 6 Euro zahlen hier von hier aus. Und von Walsum nur 2,80 Euro. Obwohl man sich selber entfernen muss. Also hier in 150, die nehmen wir auch noch mit. Und dann die 900, erstmal fahren wir mit der Linie 3 an. Den ist so Klassiker. Mit dem Klassiker fahren wir immer erst an. Und erstmal sieht es hier nicht so schlecht aus. Auf den so ersten Blick zumindest. Aber früher, wo der Vorgänger die Linie 124 meines Wissens sogar im 15-Minuten-Takt oder 20-Minuten-Takt. Ja, und das ist ja nur ein Stundentakt. Auf ersten Blick, das ist nur ein Stundentakt. Aber der Unterschied ist, dass der Bus um 6 Uhr an Schultagen, der normale Bus kommt, ohne Vormeldung und eben in den Ferien und natürlich auch am Wochenende der Bus nur als Taxibus verkehrt, sprich nur nach Vormeldung, 30 Minuten telefonische Vormeldung von 6.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Das heißt, wenn man mit dem zum Beispiel fahren will, dann muss man spätestens um 20.30 Uhr den Bus bestellen, sonst kann man es leider vergessen. Und online bestellen gibt es ja leider auch nicht. Ja, und die Busse fahren jetzt, das ist hier neu, diese Fahrten. Das sind nur am Freitagen, im 2-Stunden-Tag, von Bus nur bis 19.26 Uhr und danach nichts mehr. Eine minimale Verbesserung. 2 Stunden ist einfach sehr unattraktiv. Und an der Haltestelle Bahnhof, Ringstraße und so weiter, hier an diesem Haltestelle, hier besteht die Möglichkeit, mit 155 zu fahren. Aber die wird es wohl bald auch nicht mehr geben. Und wir sind sehr stark ausgerichtet. Ich hoffe, dass es nicht passiert und dass die Linie 29 endlich verlängert wird, sodass es Alternative gibt, so eine E3. Zum Beispiel nach Fennekel und nach Kaiserslautern. Und dort endet der Bus auch. Und dann wurde der Schülerverkehr, wurde die so Schüler-Einsatzfahrt in die Linie 29 komplett geregelt. Darüber habe ich schon bereits mehrmals berichtet in den Videos hier aus Kapellen und eben aus Kreuz. Und da waren wir auch. Und es war schon einfach sehr und an so einem Freitag fährt der erste Bus hier als Taxibus erst um 11.21 Uhr und endet. Und der letzte Bus halt um 8.21 Uhr.
Wenn man den so schlecht bestellt und dann kommt man nicht mehr nach Hause. Wenn man beispielsweise in Fennigel wohnt oder da hinten am so bringt Höshorst und so weiter. Und jetzt sind die so Linie 3. Vier. Und es gibt zwei Arten. Einmal die so Taxibuslinien, die fährt hier bis nach Finn. Das ist im Wohngebiet hier, die rennt an der so Autobahn. Die fährt hier als Taxibus, sehr selten. Und nur zwischen 15 und 17 Uhr. Und hier auch morgens und so weiter. Kann man sehr gut sehen hier. Man muss jetzt hier fahren. Die Haltestelle hier in Richtung Merbeck. In Richtung Merbeck. Auf der anderen Seite sieht es so schlechter aus. Hier in Richtung Lüfung. Und jetzt kommen wir zu den 930 in Richtung Wahl. Da fährt der Bus eben schon mal einen Stundentag. Das ist so verstärker zu den Schülerzeiten. Ja, und leider um 6 Uhr gibt es ja gar keinen Verstärker, meinst du, oder? B, C, oder? Keine Ahnung. Und an Samstagen fährt der Bus um 17 Uhr nur noch 2 Stunden. Und hier steht was von 1 bis 5 Uhr. B, J, L. N. Auch hier nur am 31.12. Nun wäre ich zum Jahreswechsel. Und SB30 ist meine so Lieblingslinie, die ich am meisten nutze. Die fährt ja halb Stunden und die Verstärker fahren um 6 Uhr fahren die, also fahren zwei Verstärkerbusse ebenso um 8 Uhr. Gibt es auch ein 97 ebenfalls ein Verstärker, ist ja noch nicht Fahrplan eingezeichnet. Es fahren überall Verstärker, auf so manche Linien fahren Verstärker. Aber die sind ja natürlich nicht eingezeichnet. Die sind auch eingezeichnet, aber eben nur die jetzt so planmäßig sind. Und jetzt hier SB30. An Sonn- und Feiertag hat der erste Bus hier überhaupt erst um 12.50 Uhr. Fußballspiele fahren meistens um 14 Uhr und mal um 13 Uhr. Da muss man eben mit einem anderen Bus fahren, mit einem Samstag oder ein bisschen Bahnhof von dort aus mit dem Zug. Ist ein seitlicher. Und der letzte Bus hier am Samstag fährt um 18.29 Uhr. Und der letzte Bus am Montag bis Freitag bis 20.29 Uhr. Das waren ein bis zwei Busse, die hier enden, eben aus Lindford oder so, die jetzt dann noch zum Depot fahren. Ja, und wie findet ihr das so ÖPNV-Angebot hier in Wismar vor Ort, Mörs? Wie findet ihr das? Meiner Meinung nach sollte der ÖPNV hier mal sehr stark weiter ausgebaut werden. Und die so ganzen Fahrplanstreichungen wieder zurücknehmen und so auch Straßenbahn zwischen Duisburg und Mörs, zwischen Duisburg Mitte über Homberg ist nach Mörs Mitte einführen und so bis nach Höchstdonk. Da kommt sogar so SP30. Jetzt nehmen wir so die 921. Wie lange habe ich schon seit über 20 Minuten? Alter, wie schnell die Zeit vergeht. Schon seit einer Stunde bin ich hier in Wismar vor Ort. Da ist auch ein SB80. Hallo. Oh, Alter. Was ist mit dem los? Er ist beinahe auf den Radweg raufgefahren. Das ist mir passiert. Dann mit dem Bus fuhr über den Rhein und dann auf einmal gleich der Bus gegen die so Bordsteinkante. Das war so 21 hier, genau. Die fährt, letzter Bus hat 0:05 alles nur an Freitagen und eben an Sonntagen, wieder Samstagen. Und 23:05. Das heißt, Lachwerke gibt es hier leider nicht. Das finde ich, was ich sehr schade finde. Und hier SB80. Der Bus hat leider schon um 19.03 Uhr. Und hier am Samstag und schon um 22 Uhr. Wenn die Beispiel Kirmes ist, dann kommen sehr viele Leute dann nicht mehr nach Hause, sondern über so Umwege. Nach Rumeln kommt man zum Beispiel mit 121 bis zur Östrombahn. Und dort in den 29 werden sie in den Nachtbus umsteigen bis nach Rumeln. Aber für eine Großstadt, nee. Quatsch, was für eine Großstadt, was ist im Kopf? Aber trotzdem, sehr schnelles ÖPNV-Angebot. Und was meint ihr? Ist der ÖPNV-Angebot hier ausreichend oder soll es noch weiter ausgebaut werden?
die Mehrheit hier sagt hier, dass es ausgebaut werden sollte. Insbesondere in den so frühen Morgenstunden und eben am so Abend und natürlich auch am Wochenende. Und das waren auch einige Trainingsportale, wie heißt der Busportal, denn die gibt es kumulativ zu fotografieren für uns am Samstagen, an Sonnenfeiertagen. In den Schulzeit kann man sich natürlich sehr viel Fotos machen, hier von Bussen, aber außerhalb gar nichts, kaum was. Muss man also sehr lange warten, muss man sehr passende Fotos runterfinden. Und der Fall muss auch nur sehr unregelmäßig. Und das war's auch schon hier mit Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.